vielen Dank erstmal, dass du Zeit hattest oder dir Zeit genommen hast für das Interview. Sehr gerne. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Ich würde sagen, so gut wie noch nie zuvor. Wir haben ja jetzt seit, ich denke, in den letzten 10 Jahren, könnte man sagen, ein Zuwachs an Studiengängen auch an den staatlichen Hochschulen zu verzeichnen ist. Also es ist auch wirklich spezielle Ausbildungen, nicht normalen Modul oder sowas. Also ganze Studiengänge, die sich eingerichtet haben und dadurch natürlich auch ein bisschen ausdifferenzieren, sodass man auch mit unterschiedlichem Fokus sowohl studieren kann, als auch natürlich schauen kann, wo sind die Absolventen, die ich für meinen besonderen Bedarf brauche. Das wird sich noch weiter ausdifferenzieren, da bin ich fast sicher, weil solche Berufsbilder wie Level-Designer, warum sollen die nicht tatsächlich ein eigenes Studienfach sein irgendwann? Sicher ist das jetzt noch zu früh, ne? Jetzt gehört das alles noch zu Game Design dazu, aber irgendwann wird das sicher sein, dass wir auch in diesen Bereichen viel ausdifferenziertere Studiengänge bekommen, so wie das im Moment ja schon beim Film der Fall ist. Und das werden wir natürlich auch brauchen jetzt im Moment. Ja, klar. Ja, genau. Also wir haben Absolventen so in der Höhe von 500 bis 600 hochgerechnet. Das ist schon wirklich eine ganze Menge. Trotzdem haben wir einen Fachkräftemangel, interessanterweise. Das hat zwei Gründe. Also das eine ist, nicht alle Absolventen gehen wirklich in die Spieleindustrie, sondern wenn dann auch, also wenn sie in die Spieleindustrie gehen, dann entweder in Deutschland, aber auch ins Ausland, also sehr gerne sogar. Also wie gesagt, zum einen ins Ausland, in die Spieleindustrie. Und man muss deutlich sagen, dass da unter anderem die Löhne zum Teil auch besser sind für speziell ausgebildete Fachkräfte. Aber es hat auch damit zu tun, ich glaube, jeder, der in die Spieleentwicklung will, ist sowieso global, international interessiert und aufgestellt. Ne? Das ist ein globaler Markt und genauso die Leute, die sich dafür interessieren, die wollen das auch. Und die wollen eben auch dann mal die japanische Spieleindustrie kennenlernen, die amerikanische und so weiter. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir gehen auch tatsächlich raus aus der Branche. In andere Branchen, wie zum Beispiel Automobilindustrie oder was auch immer, da wo eben ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auch gefragt sind. Und da ist es häufig tatsächlich eine Frage des Geldes, weil Kreativwirtschaft ist zu Recht dafür bekannt, dass man dort zwar sich toll entfalten kann, aber wenig verdient unter Umständen. Oder anders aber, ne, wenn ich in einer anderen Industrie bin, die viel älter und viel tradierter sind, habe ich natürlich ein besseres Lohnniveau. Kann natürlich dann sein, dass ich mich nicht so kreativ entfalten kann. Und das ist dann immer so eine Abwägung. Aber eine Diffundierung gibt es ja immer. Und es ist auch gar nicht ganz schlimm, ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist, sollte man auch unterstützen, auch als Hochschule. Wir bilden ja nicht für eine Industrie aus, sondern wir bilden ja Menschen aus, damit sie sich entfalten können. Und mit den Kenntnissen, die wir ihnen mitgeben, können sie das dann noch tun. Das ist eigentlich ein Kompliment an die Ausbilder. Okay, kommen wir nochmal zum Thema Ausbildung zurück. Da gibt es ja in vielen Bereichen, wenn ich jetzt Game Artist oder Game Programming oder sowas denke, viel Vermittlung von Softwarewissen. Also ich kann es zumindest von der Hochschule Trier sagen und ich weiß es auch von anderen Hochschulausbildungen, dass sie sich als nicht als reine Handwerksausbilder verstehen, auf gar keinen Fall, sondern vor allen Dingen Vermittlung von Metakompetenzen. Natürlich bekommen die bei uns auch Software-Schulungen, aber das viel Wichtigere ist natürlich, sich erstmal als Designer zu verstehen. Und natürlich gehört dann Farbenlehre dazu, Harmonielehre und so weiter und so weiter. Also die ganzen klassischen Design-Disziplinen stehen vor allem bei uns wirklich vorne an. Das ist bei uns das Grundstudium. Und dann können Sie sich entscheiden, also ich will Designer werden und was für eine Art Designer möchte ich denn gerne sein? Viele Games-Ausbildungen, das stimmt, kommen eher daher, dass sie sagen, wir wollen Spiele machen und dann nennen wir es Game Design. Das ist aber auch ganz klar nachvollziehbar. Es gab eigentlich an staatlichen Hochschulen überhaupt kein Angebot in diese Richtung bis vor einigen Jahren. Dann kamen private Ausbilder, die haben gesagt, Mensch, da gibt es einen Riesenbedarf in der Industrie, die müssen die Leute ausbilden. Und die Nachfrage quasi seitens derjenigen, die natürlich eine Leidenschaft für das Thema haben, dann auch bedienen. Und dadurch ist es natürlich erstmal der Game Designer, der Game Programmer geworden. Und das Thema, also das Verständnis von Design, kommt dann sozusagen erst später. Und natürlich auch das Verständnis von Kunst, aber auch das sieht man ja. Also viele verstehen sich heute ja wirklich als Künstler, wenn sie Spiele machen. Also Artist oder sowas, da steckt es ja auch schon drin, richtig. Es werden ja gerne so Begrifflichkeiten benutzt wie Game-Based Learning statt Serious Games. Oder es ist ja auch nicht ganz dasselbe. Ne? Wenn man so aus den tradierten Branchen guckt, die sagen, Mensch, da gibt es wohl offensichtlich Beweise, Belege dafür, dass man mit spielerischen Ansätzen
viel besser lernen kann, also sowohl inhaltlich als auch natürlich der Zugang zur Technologie der Digitalisierungskompetenz, die Macher von Computerspielen ja auch mitbringen, logischerweise. Das ist interessant für uns, also zum Beispiel im Bereich User Experience Design, User Interface Design, da ist das extrem spannend. Aber wenn man das Wort Spiele draufklebt, dann wirkt es gleich so unseriös. Und deswegen gucken wir mal lieber, ob wir es anders nennen. Das hat sich aber auch schon wieder gewandelt. Also es gibt jetzt auf dem Gamescom-Kongress da drüben ein Track Gamification. Der darf sich auch so nennen, der soll sich auch explizit so nennen und der spricht insbesondere die Leute an, aus den klassischen Industrien, könnte man sagen, die sich für das Thema Technologietransfer, Kompetenztransfer interessieren. Das war aber vor ein paar Jahren, da gebe ich dir absolut recht, da war das noch anders. Da war immer noch so das Label, Lernen muss wehtun und wenn wir für Ausbildung und Weiterbildung bezahlen, dann soll es doch gefälligst keinen Spaß machen. Okay, also da sind wir schon deutlich an der Veränderung, an der Situation eigentlich. Ja, man muss natürlich immer erstmal was zeigen, wenn dann alle merken, Mensch, wenn man Spaß hat beim Lernen und dann ist es auch noch nachhaltig, ja, dann umso besser. Also die Herausforderung ist ja tatsächlich erstmal eine didaktische. Was will ich eigentlich vermitteln an Kompetenzen, Verhaltensänderungen oder was auch immer? Und das heißt, ich muss jetzt erstmal ein didaktisches Modell haben, wie das funktionieren kann. Und dann brauche ich einen Spieleentwickler, der in der Lage ist, das didaktische Modell zu übersetzen in eine Spielemechanik und die Story da drumherum. Und das heißt also, wenn wir heute jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte gerne, sagen wir mal, ein Adventure entwickeln lassen, dann gucke ich, okay, wer kann das? Ne? Dann suche ich eine Firma, finde eine, die das macht und die das immer schon kann und die macht mir dann ein Adventure, weil ich eine Geschichte erzählen will. Wenn ich ein Serious Game machen will, dann gucke ich, was will ich an Kompetenzen vermitteln? Und dann kommt erst die Frage, mit welchem Spielprinzip klappt das denn überhaupt? Das muss ich auch erstmal entwickeln. Und erst wenn ich das habe, kann ich eigentlich gucken, wer kann das dann? Das heißt, also der Workaround ist viel schwieriger und man braucht viel mehr Expertise schon im Vorfeld, bevor man überhaupt loslegt. Ja, ich glaube auch, hier hat es was mit der Einstellung zu tun, was man mit so einem Programm erreichen will. Wenn ich sage, ich möchte den Lerner abfragen. In vielen Serious Games ist das leider so ein Abfragetool, weil das funktioniert ja mit Algorithmen prima. Ja, nein, weiß ich nicht. Ne? Und das dann auszuwerten, das ist aber nicht etwas, womit ich lerne, sondern das ist sozusagen nur noch der letzte Schritt des Lernens, nämlich ein Abfragen des Wissens. Wofür Spiele aber großartig geeignet sind, ist überhaupt diesen Lernprozess erstmal zu unterstützen. Also das heißt, wenn ich, nehmen wir irgendein beliebiges Entertainment-Game und schauen uns an, was die erste Stunde passiert mit dem Spieler. Der lernt erstmal die Mechanik, wie spiele ich das Spiel. Okay, das kann er dann irgendwann so einigermaßen. Dann gibt es einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad, der sich eben unter Umständen sogar an den Fähigkeiten des Spielers bemisst. Dann erzählt er noch eine Geschichte. Und irgendwann mal, wenn es ein Spiel ist, was man durchspielen kann, hat man natürlich eine echte Lernkurve hingelegt. Ja? Oder ist es eben ein Multiplayer-Game und ich spiele es immer wieder und kann mich kompetitiv immer verbessern mit anderen Spielern zusammen. Und diese Prinzipien, dass ich gar nicht merke, dass ich lerne, sondern wirklich einfach nur weiterkommen will im Spiel, die muss man eigentlich in die Lernspiele übertragen. Und das gelingt leider noch nicht sehr vielen besonders gut, weil sie immer noch zu sehr aus diesem ich bringe dir was bei Blickwinkel kommen, anstatt zu sagen, lerne es doch selbst. Also Spieleentwickler können das eigentlich. Ne? Und wenn sie ein Tutorial machen, dann wissen sie auch, das Tutorial muss verdammt gut sein. Ansonsten steigt mir der Spieler ja nach 10 Minuten wieder aus. Und das heißt, sie haben gelernt, mit einem Tutorial den Spieler nicht abzuschrecken oder zu belehren, sondern zu sagen, guck mal, du bist schon im Spiel. Und jetzt zeige ich dir noch ein paar Sachen, wie es geht, aber du kannst schon mal loslegen. Das ist genau der richtige Ansatz. Also es gibt eine Menge Serious Games, die machen das schon richtig, die kennt aber kaum einer, weil die für sehr spezielle Zielgruppen entwickelt werden, zum Beispiel für das Thema Dyskalkulie in Schulen oder sowas. Ne? Aber ich nehme mal ein Beispiel, was ihr kennt, Assassin's Creed beispielsweise. Ist ein Unterhaltungsspiel, sehr, sehr erfolgreich, seit vielen, vielen Jahren. Man spielt eine fiktive Figur in einem nachgebauten, authentischen Universum. Also Florenz, Boston, wo auch immer. Die haben sich ja sehr viel Mühe gegeben, sozusagen diesen historischen Background nachzubauen und setzen trotzdem eine fiktive Geschichte darüber. Und ich spiele eine Figur, die es nicht gegeben hat und auch nie geben wird, aber ich erlebe sozusagen ein historisches Szenario so, wie es war. Das ist kein Geschichtsunterricht und trotzdem ist es aber Vermittlung von Geschichte, von lebendiger Geschichte. So eine Ansätze
schaffen es tatsächlich, also zum einen in diesem Fall Interesse überhaupt nur für das Thema Geschichte zu wecken, aber zum anderen auch Sachen zu vermitteln, die man auf eine andere Art und Weise tatsächlich nur durch auswendig lernen und Daten, Zahlen, Fakten reinbimsen oder sowas geht. Und das ist eben nicht, so will das Gehirn nicht lernen. Das Gehirn hat Spaß daran, Dinge selber zu erfahren, zu erschließen. Gerade im Geschichtsunterricht ist das ja. Gerade im Geschichtsunterricht. Ja, ne? Und wenn ich dann Leonardo da Vinci begegne in einem Spiel und ich das Gefühl habe, ich kann mich ja im Prinzip mit ihm unterhalten, mit seiner Figur, dann wird es viel anschaulicher, dann kann man, das ist eine viel bessere Art zu lernen, das vergesse ich nicht so ohne weiteres. Und daran kann man sich auf jeden Fall orientieren. Und wie gesagt, es gibt tatsächlich eine Menge Serious Games, die das auch schon tun. Und tatsächlich, man darf auch nicht zu ungerecht sein, so ein Spiel wie Quizduell, was ja kein Serious Game war, war ja auch extrem erfolgreich, weil es so ein bisschen wie dieses Jauch-Format funktioniert, ne? Wer wird Millionär, dass man Wissen schon abfragt, ne? Und das aber kompetitiv gegen irgendjemand anderen. Was der Witz daran allerdings war, und ich glaube, warum es so erfolgreich war, weil sich die Nutzer selber Fragen ausdenken konnten und damit sozusagen eingebunden wurden und also selber Content zu erstellen. Und das ist auch ein Riesenpotenzial, was man natürlich nutzen kann. Und auch man kann auch mit sowas natürlich lernen. Wenn ich die Frage 5-mal falsch beantworte, irgendwann raff ich schon, wie die richtige Antwort ist. Das ist der Inhalt, was man recherchiert letztendlich, wenn ich dann wirklich eine pfiffige Frage stellen kann. Auch das, genau. Also da gibt es so zwei Seiten, die man dann schon mit reinnehmen kann. Aber wenn ich wirklich komplexe Lernprozesse machen will, wie funktioniert eine Volkswirtschaft beispielsweise, dann spiele ich EVE Online. Da lerne ich es ganz sicher. Ja, das stimmt. Also der Studiengang nennt sich Lernsystemgestalter oder ist im Prinzip ein Masterstudiengang, wo es darum geht, Lernmittel zu erstellen und einen Managementprozess einzubeziehen. Das ist auf der einen Seite ist das natürlich das Thema Weiterbildung Unternehmen. Die entwickeln Tools oder setzen Tools ein. Das muss man natürlich auf Managerseite irgendwie hinbekommen, weil es ist gar nicht so einfach. Ich habe da Zugangsgeschichten, ich habe Probleme manchmal in den Workflows, wie die Werkzeuge zusammenpassen und so weiter. Das ist so der eine Aspekt. E-Learning, sagst du, ja, ist ein wichtiger Aspekt. Aber der andere ist natürlich auch ganz klar Serious Games. Also es gibt tatsächlich in Deutschland keinen Studiengang, der explizit in diesem Bereich ausbildet. Wie erstelle ich eigentlich ein komplexes Projekt? Sei es reines E-Learning, sei es tatsächlich ein Serious Game, sei es Gamification-Projekt oder sowas und implementiere das dann auch in eine entsprechende Umgebung. Das ist ein Masterstudiengang, der dual ist. Das heißt, unsere Studenten arbeiten schon in Unternehmen. Also zum Beispiel entweder in Games oder in E-Learning-Unternehmen, die alle mit dem Thema, mit welchen Tools bilde ich am besten aus zu tun haben. Das sind also eigentlich Didaktiker, das ist nämlich genau die Schnittstelle, die ich eben gemeint habe. Das sind keine Pädagogen, sondern das sind die Schnittstelle bilden zwischen den Anforderungen, was soll vermittelt werden auf Lernseite und wie muss das Tool dazu aussehen, wie muss der Workflow dazu aussehen, wie muss man die Inhalte aufbereiten. Bis dahin Übersetzung von didaktischen Konzepten zu einem Serious Game. Und wir sprechen damit eben, wie gesagt, die klassischen E-Learning-Unternehmen, aber natürlich auch die Spieleunternehmen an. Und da passt Artisy Draft natürlich ganz besonders gut. Artisy Draft ist ein einzigartiges Tool. Meine Studenten arbeiten in der Hochschule Trier damit und entwickeln interaktive Geschichten für Computerspiele. Und schon ganz am Anfang, als ich das gesehen habe, diese Form des Autorentools kann man hervorragend eben auch in den klassischen E-Learning-Systemen einsetzen, die zugegebenermaßen damals noch auf dem Stand waren, PDFs hochladen in ein geschlossenes System und das ist dann unser Autorentool so ungefähr. Na, jetzt ist es ein bisschen ungerecht, da hat sich natürlich viel getan in den letzten Jahren, aber da kann man einfach noch voneinander lernen. Das ist also definitiv, sind das zwei Industrien, die voneinander lernen können. Die einen die Didaktik und die andere sozusagen die Technologie, die tatsächlich in der Games-Branche viel weiter entwickelt ist oder viel besser in der Anwendung ist. Also wir wissen einfach besser, mit dieser Technologie umzugehen und sie einzusetzen, moderner. Und dann haben wir Artisy mit Plugins zu Unity, wo man also direkt dann auch in der Game-Engine arbeiten kann. Und da kannst du natürlich ganz tolle Lerninhalte ganz einfach erstellen, wenn du mit diesen Tools vertraut bist. Ja, okay, ich glaube, das ist auch ein wunderbares Schlusswort eigentlich, dass Industrien zusammenfinden, sind immer gut, wenn sie voneinander profitieren können. Also eben Didaktik und Entertainment und sowas und das auf ein vernünftiges Level gehoben werden. Ja, ansonsten würde ich mich bedanken bei Frau Professor Dr. Linda Breitlauf für das Interview und wünsche auch noch viele weitere schöne Messetage. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich euch auch. Dankeschön.